dreams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's you. Wir sind in St. Barbara beim Herrn Bürgermeister Jochen Janssen zu Gast. Heute große ABBA-Show im Festsaal St. Barbara. Herr Bürgermeister, wie stehen Sie zu ABBA? Also ich muss jetzt einmal verraten, ich bin ein großer ABBA-Fan und es fällt mir heute ganz, ganz schwer, dass ich eigentlich im Sessel sitzen bleibe bei den ganzen Hits von ABBA. Und normalerweise gehört der Tanz und angeeicht bis zum geht nicht mehr, aber durch Corona müssen wir alle das einhalten. Das versteht man natürlich auch, die ganzen Maßnahmen. Und ich hoffe, dass den Gästen, die heute da sind, auch gefällt. Und ich bin so richtig froh, dass wir den zweiten Termin, den wir ausgemacht haben, endlich über die Bühne bringen. Ich glaube, die Leute sind auch sehr begierig drauf, wieder Veranstaltungen zu sehen, obwohl man kann mir euch nur Glück wünschen. Also die Leute halten sich sehr, sehr gut an die Corona-Maßnahmen. Ja, Gott sei Dank. Da macht es auch Spaß, Veranstaltungen zu machen. Man merkt, die Bevölkerung wartet einfach nur auf Veranstaltungen, aber es ist jeder sehr diszipliniert und hält alles ein, damit wir weiterhin Veranstaltungen durchführen können. Also Sie sind weiter bereit für Veranstaltungen, das freut uns natürlich sehr. Was ist geplant in nächster Zeit, Herr Bürgermeister? Oder anders zu sagen, es wird ja nicht nur Veranstaltungen geben, was planen Sie als Bürgermeister für Ihre Marktgemeinde St. Barbara? Ja, es wäre schön, wenn man jetzt einen Kulturplan auf den Tisch legen kann. Leider durch Corona kann man das nicht so ganz planen. Wenn die eine oder andere größere Veranstaltung zu uns kommt, sind wir natürlich froh, dass wir Veranstaltungen machen können. Wir beginnen jetzt wieder langsam unseren Wegart-Weg, den Marizellerweg wieder neu zu öffnen. Wir haben nächste Woche eine kleine Skulptureröffnung, wo ein bisschen die Kunstszene wieder sich präsentieren kann. Und ich hoffe, dass wir durch den Winter gescheit durchkommen, dass der eine oder andere Adventmarkt stattfinden kann und dass wir dann, wenn die Pandemie hinter uns liegt, mit einem lässigen Konzert auf der Brunnalm starten können. Das ist ein schönes Schlusswort, Herr Bürgermeister. Trotzdem noch eine Frage an Sie. Der Winter steht bevor und die Veitsch gehört ja zu St. Barbara. Wie wird das im Winter sein auf der Veitsch? Wird das Skifahren möglich sein? Also das Skifahren ist möglich. Gott sei Dank haben wir keine Gondel, das muss man dazu sagen. In der Gondel wäre es schwierig, aber so mit dem Vierersessel, mit den Schlepper ist es natürlich möglich zum Skifahren. Es gibt ein dickes Konvolut, wenn wir Auflagen haben. Wir werden alles einhalten, damit wir einfach ein sicheres Skifahren gewährleisten können. Und bei uns auf der Brunnalm kann man einfach das Skifahren genießen. Wir haben auch genug Abstand und dadurch lade ich alle ein, zum Skifahren zu uns kommen, nicht zu Planei zu fahren, weil da stopft es sich, bei uns ist noch genug Platz. Herr Bürgermeister, herzlichen Dank für das Gespräch. Mir bleibt nichts mehr anderes zu sagen, als wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend heute beim zweiten Teil vom ABBA-Konzert in St. Barbara. Danke und ich wünsche auch allen einen schönen Abend noch und gute Unterhaltung bei uns.